Was geht? Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Elex. Und letzte Folge wurde hier das Relikt auseinandergenommen und das von den Alps. Und dann haben wir die Alps auseinandergenommen. Ausgenommen. Und jetzt haben wir Elexit. So einfach ist das. Hat es eine neue Quest gegeben, ein besser Konflikt. Wir sollten uns in der Umgebung umschauen. Hier sind jetzt halt drei Leute, mit denen wir sprechen dürfen. Zuerst gehen wir aber einmal kurz nach Tabat zu unserem Drogendoc. Und holen uns Elexit? Ja. Elex. Nein. So. Reines Elex. So. Verkaufen ein bisschen unser Zeug. Denn ich habe es letzte Folge angekündigt. Es stehen einige wichtige Sachen an. Die Berserker-Fähigkeiten wurden nämlich nicht erlernt und die sind teils echt heftig. Und bevor wir jetzt hier großartig weiterspielen, würde ich auch gerne mit denen spielen wollen, ne? Theoretisch hier könnte man halt auch übel durch und noch alles ausnehmen. Vielleicht mache ich das irgendwann noch. Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt gerade nicht unbedingt Bock, eine halbe Stunde irgendwie rumzurennen und... Ach komm. Und irgendwie hier alles sneaky auszuräumen. Hör auf zu schleichen. Ich hab dich gesehen. Ups, okay. Oh, das wollte ich nicht. Steh auf, steh auf, steh auf! Hier, mit dir will ich quatschen. Nee. So. Reines Elix, hat er wieder 16. Okay, perfekt. Ist ja auch echt sackteuer. Wie viel waren das jetzt nochmal? Okay. Ja. Haben wir jetzt erstmal gekauft. Wir verkaufen aber auf jeden Fall noch Sachen. Die mit Sternen kommen nicht weg. Ich sammle die ganz gern. Flammenwerfer kann jetzt weg mittlerweile. Haben wir ja, ne? Das ist ja... So, Kriegerhelm weg. Mütze weg. Weg. Ja gut, Ring der Stärke, ich weiß nicht. Wir halten mal das Zeug. Erstmal, ja. Dann schauen wir hier mal ein bisschen. Objektsicht kann weg. Verkaufen wir mal zwei Stück. Energieriegel, ich weiß halt auch nicht, ne? Mal weg. Bringt halt alles nicht so viel, deswegen weiß ich jetzt nicht. Die Energiespeicher, die kann ich auf jeden Fall weghauen. Ja, weil wenn da auch dieses Kronstöckle und Goldraune kommt, frage ich mich. Na, hier sind noch ein paar Stims. Resistenzgift, Feuer, Handwerk plus 5. Ich denke, das werde ich nicht benutzen. Gesundheit plus 100. Okay, ja, das ist mal ein geiler Trank eigentlich. Sabbelwasser. ja. Das kann auch weg. Elektroschrott. Wobei, einfach, können wir einfach weghauen. Draufgeschissen. Hier, interessant für Handwerker, da haue ich auch mal was weg. Wir sagen einfach 50 Stück. Eisenerz haue ich einfach mal einen Huni weg. Ja, Schwefelbrocken. Wird häufig als Zutat gebraucht. Häufig, oder wie? Machen wir mal 30 weg. Dietriche, ja gut. 63, ja, die behalten wir einfach mal, ne? Pressluftkammer kann weg. Ich weiß nicht, ich hau da einfach mal ein paar Sachen weg. Vielleicht ist es nochmal nötig, aber zwei brauchen wir bestimmt nicht. Von den Sorten. Jo. Dieser Zettel. Ist halt nicht viel, ne? Aber... Wir schauen einfach mal, wo wir damit hinkommen. So. Hammer. Weg. Das ist halt der Schrott, den kann man sowieso weghauen. Ja. Die Münzen, damit kann man ja noch was anfangen. Die Kippen können weg. Ich weiß nicht, was mit den Aufzeichnungen ist. Hier, wenn man da immer zwei hat, können glaube ich immer eins weg.
Ja. Plasma-Rakete. Ja, das ist halt... das sind so Munition, ne? Behalte ich mal, nicht, dass ich da irgendwas weghau. Ja gut, Plasma-Waffen, die benutzen wir nicht, ne? Das heißt, das kann weg. Speer kann weg. Bolzen. Armbrüste benutzen wir gar nicht. Brennstoff, Flammenwerfertypen. Ja, wobei, das bringt halt eh nichts. Das heißt, wir können es einfach mal behalten. Die Energiezellen. Für Laserwaffen. Ja, komm, ne? So, da haben wir jetzt 9000. Wenn wir den Handel abschließen. Dann können wir auf jeden Fall hier noch ein bisschen was shoppen bei ihm. Wo ist das Zeug? Reines Elix. Ich gehe mal runter auf 4000. Weil wir wollen ja auch noch die Fähigkeiten lernen, ne? Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das jetzt als Bug-Abusing zählt. Aber ist mir eigentlich auch... Okay, was habe ich gemacht? Oh, ich bin darüber gewechselt. Ist mir eigentlich auch egal, ob das jetzt Bug-Abusing ist, weil ich habe halt Bock auf die Fähigkeiten, ne? Und, ich habe auch Bock auf die Waffe. Also, wieso soll ich mir da die Grenze halt ziehen, ne? Wenn ich halt am liebsten auch schon mit allem spielen wollen würde. Okay. Wie viel haben wir denn jetzt halt? Vielleicht auf irgendeine gerade Zahl kommen? Wo war das? 71. Wir brauchen immer 4 für den Trank. Wenn wir vielleicht auf 80 hochgehen? 20 Tränke? Okay, dann kaufe ich noch 9. Was? Ich. Jo, jetzt bin ich wieder drunter, aber egal. Was ich jetzt allerdings vergessen habe, ich kann das ja auch gleich hier herstellen, sind die anderen Zutaten, die wir dafür brauchen. Elix-Trank. Schnaps. Wir brauchen noch Schnaps. Das heißt, wir können hier noch 4 Tränke herstellen. Das macht insgesamt dann 8 Schnaps. Einen haben wir, 7 Schnaps brauchen wir noch. Hast du das für uns? Ich glaube nicht, oder? Das war zu schnell. Ich habe nur... Schnaps, Schnaps, Schnaps. Nee. Dann gehen wir da nach Goliath für. Ne? Würde ich einfach sagen, dann sehen wir uns. Ich kaufe nur bei der Taverne ein bisschen Schnaps, dann sehen wir uns, würde ich sagen, einfach bei der Werkbank. Okay, ich habe das Zeug gekauft. Das heißt, ja, 4 Stück sind rausgekommen. Das heißt, das kommt jetzt auch in Gerissenheit, dann können wir die Fähigkeiten lernen. Und da gab es ja noch so einen kleinen Perk, ne? Wenn man irgendwie 50 Gerissenheit hat. Achso, ich muss ja noch trinken. Ups. Wir haben 26 Points, das heißt, das wird gleich... das wird gleich richtig abgehen hier. Ja, Elex-Trank 20 Stück. Ey, das ist halt ein Genuss, ne? Das ist ein Genuss, Leute. Der schlürft die Dinger runter, als gäbe es keinen Morgen. 66, so. Das heißt... 50 Gerissenheit ist da. Wie viel kommen jetzt mit Konstellation weiter? Okay, nicht allzu viel. Ich will die Waffe noch, ich sag's euch. Ich will die noch. Das schaffen wir noch. Irgendwie. Jetzt geht's zu Kaldrim. Fähigkeiten lernen. Jetzt kann man sich halt überlegen, ne? Es gab diesen Perk. Da gebe ich so gesehen einen Skillpoint auf. Und bekomme 10 Attributspunkte. Und halt nochmal ein Plus, was weiß ich, Handwerker oder irgend sowas. Ich glaube, das oder Persönlichkeit. Konnte man gleich bei der Sinder machen. Ich weiß nicht. Mal schauen, was jetzt der an Fähigkeiten hat, auf was ich Bock hab. Gucken wir was bei. Gut. So, was machen wir denn? Wir haben es uns letzte Folge schon angeschaut. Braucht sie sogar noch mehr Gerissenheit. Alles klar. Also hier, erlaubt ihr einen magischen Spruch Geisterwolf einzusetzen? 500 Elixir? Schon, oder?
Aktenzeit, Aktenzeit. Lebensspanne variabel. Okay, dann heißt es wahrscheinlich, der lebt so lange, bis er stirbt, ne? Also, wow. Er lebt so lange, bis er stirbt, ne? Also, bis er halt umgebracht wird. Okay, wir sind Berserker 2. Haben noch 3 Lernpunkte. Es gab auf jeden Fall noch krasse Sachen. Das hier ist richtig heftig. Wir haben hier auf jeden Fall Nahkampfwaffenschaden plus 50. Nehmen wir. Und um ein bisschen tanky noch zu werden, den Spruch Lederhaut. Nehmen wir. Waffe verzaubern. Na gut, 2 Grad oben, ne? 2 Grad oben. Das heißt, wir müssen da unten auch nochmal ein bisschen was neu setzen. Lass das lieber bleiben. Ich schaue jetzt mal kurz, was sie mit diesem Verzaubern auf sich hat. Ob das worth ist, ob man da irgendwie dann auch eine Special-Waffe verzaubern kann. Ja, wo war das? Waffen. Nehmen wir unsere da? Spalter 3. Modifizieren, Waffe verzaubern. Ja, ist halt die Frage jetzt, wie modifizieren, ne? Was bekomme ich davon? Muss man ausprobieren, glaube ich halt, ne? Okay. Ah, Alter, man bekommt aus so einer Waffe 3000 Elixier. Oh, shit, ey. Vielleicht sogar mehr worth, als die Sachen zu verkaufen, ne? Wobei, ne, wert 3700, okay. Ja, ist alles gar nicht mal so leicht, Leute. Was ist jetzt mit dem Zeug hier? Kann man das jetzt irgendwie verbessern? Da fehlt noch was. Aha. Blauer Stein. 4 von 4. Wir können die ja zusammensetzen, ne? Okay, jetzt haben wir alles einmal hochgezogen. Was ist denn das hier? Bonusschaden plus 10. Haut rein. Haut auf jeden Fall rein. Roter Stein. Ach, großer roter Stein. Grüner, was machst du? Erfahrung für Quests und der große 10. Ja, gut. Okay. Großer blauer Stein, Gesundheit plus 10. Also ich würde sogar echt sagen, die roten, die sind am geilsten. Ich meine, 10 Schaden, ne? Und Technik wird hier nicht gerne gesehen. Unsere Waffe hat 88. Wieso ist die jetzt auf einmal krasser geworden? Wollt ihr mir das mal erklären? Die hat halt noch Schaden Eis obendrauf, Hauch des Todes. Ist die dann so worth? Wenn die sogar einen Schaden weniger hat. Nur wegen dem Eis? Ich weiß es halt nicht, ne? Okay, dann wird erstmal umstrukturiert. Also sorry, ich schaue gerade auf die Uhr. Wir sind jetzt bei ungefähr 14 Minuten. Ja, und wir haben bisher noch nichts gerissen bekommen. Wo sind jetzt die Fähigkeiten hin? Berserker-Fähigkeiten. Okay. Ja, jetzt mit dem Waffenverzaubern, ne? Schadensauren zu versehen. Das klingt halt geil. Ich würde es gerne. Ja, ich glaube, wir machen das. Ich glaube, wir machen das. Also Lederhaut. Ich muss da unten komplett umstrukturieren. Wie kann ich die Skills da reinziehen? Ich glaube, wir machen so, dass jetzt nicht zu viel Zeit dafür drauf geht. Ich probiere das Ganze jetzt aus. Du legst mir, wie es mir passt, und dann machen wir da weiter. Okay, ich habe jetzt schon mal ein bisschen teleportiert, habe auch mal kurz bei der Sinda geguckt. Ich kann es tatsächlich lernen, aber das heißt, wir würden 10 Attributspunkte aufgeben. Hätten dann 5 Gerissenheit mehr. Für umsonst, sage ich mal. Aber dafür haben wir halt auch einen Skillpoint weniger. Und den würde ich echt gerne woanders einsetzen, ne? Und zwar hier eigentlich. Gut. Magie, ne? Magische Sprüche halten entweder länger. Wir haben jetzt nur den Wolf, der irgendwie hält, und dieser Schadensbuff und der Rüstungsbuff, aber die halten mir erstmal lang genug. Oder richten größeren Schaden an. Ich glaube, das bezieht sich auf diese Fäuste von irgendwas halt. Deswegen glaube ich, orientiert sich jetzt nicht so, ne? Glaube ich jetzt, ja? Ich weiß es nicht. Waffe verzaubern würde ich gerne mal ausprobieren. Ja, das brauchen wir jetzt nicht so. Leben erspüren. Ich denke mal, das ist sowas wie die Generation von Leben, ne? Mana kosten 10, Effekt aber 40, Abklingzeit.
hebt alle Lebewesen in deinem Sichtfeld hervor. Ach so, ist er noch schlechter. Giftschaden gegen nahestehende Gegner. Ich weiß nicht. Wir machen mal Waffe verzaubern und hoffen, dass irgendwie was Geiles dabei rauskommt. Und dann würde ich auch schon sagen, nach dem Perk geht's weiter zu den Quests und wir schauen nochmal, was wir da damit jetzt auch anfangen können mit dem ganzen Zeug, ne? Waffe. So, Fernkampf, ne. Hier, Spalter. Modifizieren. Gesockelter Spalter, Giftspalter, Frostspalter, Feuerspalter. Okay, das ist. Ja! 9000 Elixit? Dafür, dass das Ding Feuerschaden macht? Also jetzt. Es macht null Schaden dazu, aber es macht Feuer, ja? Was ist das jetzt hier? Einen zusätzlichen Stein. Das heißt, man kann. Also die ultimative Waffe wäre tatsächlich dann, glaube ich, sowas. Gesockelt. Dreimal. Mit 10-mal Stärke drauf, oder mit 10-mal, mit 3-mal 10, also diese großen roten Steine drin. Und wenn es geht, dann noch Feuergift oder Eis. Ohr eines Stalkers. Trollherz. Dunkles Leder. Wo bekomme ich das Zeug her? Muss ich da irgendwie auf Jagd gehen und. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Überleben. Tiertrophäen, ja. Sagt mal, wo soll ich denn die ganzen. Wo soll ich das denn alles herbekommen? Ich meine, klar, mit großen Elex-Tränken würde das vielleicht gehen, ne? Aber. Okay. Okay. Gut, wir schauen jetzt erstmal nach hier hinten zum Relikt nochmal, ne? Da ging ja letzte Folge krass was ab. Auch wenn jetzt nur Gerissenheit hochging. Was jetzt ja nicht direkt einen Einfluss hier auf Leben und Schaden alles hat. Fühle ich mich dennoch echt krasser. Weil wir können jetzt halt einfach uns für kurze Zeit mehr Rüstung und Schaden buffen. Du willst doch bestimmt ausgeraubt werden, oder? Bleib hier. Fuck, ich bin nicht rangekommen. Ups, lass das. Ja, gut, juckt. Ich hab's nicht abgezogen, ne? Oh, wir sind auch. Oh, wir sind auch Alps, ey. Alpsoldat. Ja, die wollen. Die wollen, Leute, ich sag's euch. Ja, komm, wir probieren das ganze Zeug doch mal aus, was wir jetzt gelernt haben, oder? Also, Nummer 9, Brudi. Komm mal ran. Ja, jawoll, ey. Geisterwolf schließt sich dir an. Der wird jetzt da erstmal richtig reinrennen, glaube ich. Oder er chillt einfach hinter mir. Ist der jetzt nur Deko, oder wie? Ah, da kommt er. Da kommt er von hinten. Los. Los. Mach was. Irgendwas. Jungchen. Alles klar. Geisterwolf OP, oder wie? So, der rennt drauf. Ich habe auch mal so ein paar Mana-Tränke hier unten reingehauen. Oh Gott, oh Gott. Ich bin ja fast dead, ey. Schaut's bei dir aus? Schaffst du den? Ja! Der ist hier nix. Der ist Deko, Leute. Fuck! Und dafür habe ich jetzt halt mein Skillpoint verwendet. Cool. Oh, hier ist halt auch, hier kann man echt auch noch was nehmen, ey. Hunter ist dead. Hier ist leer, haben wir schon ausgeräumt, ne? Okay, das können wir noch nehmen, aber gut. Gut, naja, ne? Weiter geht's. Jetzt, ich denke mal, hier bekomme ich meine Info, weshalb dieser Konflikt so böse geendet ist. Was ist mit dem reisenden Händler? Darf ich jetzt nochmal ausrauben oder nicht? Ah,
Ah, ich bin immer zu langsam. Zu einfach. Schön. Ah, da hinten müssen wir. Ich bin echt gespannt, was die sagen. Sind die Wachen? Alles klar, keine Ahnung, wo die waren. Schlechter Zeitpunkt. Denkst du, ich merke nicht, was du da tust? Okay. Fliegt einfach mal richtig quer über den Bildschirm eine Wache. Zwei. Ich weiß auch nicht, wo die jetzt, wie die sich aufgeteilt haben. Alter, das ist alles so komisch. Ich find's irgendwie ein bisschen kacke, dass die das nicht so drauf aufbauen, dass man hier in einem Durchgang alles lernen kann. Man hat halt auch irgendwie schon Bock, ne? Haben noch mehr überlebt? Wo sind die anderen? Du hast auch keine Ahnung, was? Scheiße, Mann. Die ganze Nummer tut mir so leid. Was ist denn passiert? Ich hätte den scheiß Energieregulator niemals modifizieren dürfen. Ich wollte doch nur eine Hintertür in der Kuppel haben. Wer hätte denn ahnen können, dass die Alps genau in dem Augenblick die Stadt angreifen, in der mein Regulator anfängt rumzuspinnen? Das alles ist meine Schuld. Okay. So viele Tote. Und ja, rauch erst mal eine, alles cool. Aber trotzdem, du bist dran. Zu in einfach. Schleichen stellst du dich nicht gerade geschickt an. So, Paige. Die raucht auch, ey. Die sind alle jetzt hier richtig am Arsch, oder wie? Na, sieh mal einer an. Noch einer, der die Kuppelstadt überlebt hat. Hab mich herausteleportiert in der Zeit, wo hier gefickt wurde. Was ist dort passiert? Das kann ich dir sagen. Wir waren das. Allerdings, wie man sehen kann, ist das Ganze nicht unbedingt so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hatten einfach die Schnauze gestrichen voll von den Klerikern in der Stadt. Da haben wir einen Aufstand angezettelt. Dass die Stadt jetzt von Alps überrannt ist, naja, das ist im Endeffekt Wileys Schuld. Sprich mit ihm, wenn du wissen willst, was er angestellt hat. Ah, danke übrigens für die Waffenlieferung damals. Ohne die hätte ich den Krieg da drin niemals überlebt. Hier, als kleines Dankeschön für mein Leben. Jetzt, wo es... Ja, 500 Elixit nehme ich. Okay, Daryl. Ach, du bist's. Tja, die Kuppelstadt ist Geschichte. Ehrlich gesagt habe ich nichts dagegen. Ich sehe sie lieber in den Händen der Alps als in den Händen der Kleriker. Ja, die Alps leben da jetzt auch nicht mehr. Die sind mir sowieso immer nur auf die Nerven gegangen. Bei den Alps weiß ich wenigstens, woran ich bin. Was genau ist in der Stadt passiert? Wir haben einen Aufstand begonnen. Wir konnten ihn nur so gut abstimmen, weil du uns die Abhörvorrichtung eingebaut hast. Danke dafür übrigens nochmal. Wir haben gewartet, bis die Kleriker unaufmerksam wurden. Dank der Waffenlieferung, die du Paige gegeben hast, war es ein leichtes, sie zu überwältigen. Als die Kuppel den Geist aufgab, sind allerdings die Alps in die Stadt marschiert. Vielleicht war es eine schlechte Idee, dass York beschlossen hat, nicht gegen die Separatisten auszusagen. Ich glaube fast, die haben alles, was sie wussten, an die Alps verraten. Ja, aber die Separatisten waren ja auch tot, also macht es ja eigentlich keinen Sinn. Sonst wären es ja Verbündete gewesen, ne? Also wisst ihr, wie ich denke so? Oh, das ist eine Stange. Ich denke mal, dass die Separatisten überlebt haben hätten, wenn sie Snitches gewesen wären. Aber die leben ja auch nicht mehr, ne? Das war wohl nichts. Ja, ich sag mal so, ist halt doof gelaufen, aber... Ne? Das war wohl nichts. Sag mal, wie denn? Okay, das hier. Das hier, das hier. Das war nichts. So. 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 Zu einfach. Schwerste Truhe, ganz Elex. Okay. Ja, dann hat sich die Geschichte ja wohl auch erledigt. Ja, hier können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Oh, okay. Okay, ja. Habe ich gar nicht gesehen am Anfang, dass hier so viel liegt. Was macht man jetzt? Wobei, ich glaube, Folgenende ist, oder? Haben wir es schon wieder soweit? Im Auftrag der Kralle können wir nächstes Mal machen. Ich habe halt echt Bock, noch ein bisschen Skill zu erreichen, das halt dann später leichter fällt, wenn wir hier dann noch, wisst ihr schon, Ignaton einmarschieren, also...
Hier oben mit Konvertern so. Wir können auch mal die Konverter befreien eigentlich. Ja, schaue ich einfach alles, wie wir das machen, ne? Erstmal danke fürs Zuschauen, Leute. Auch wenn es ein bisschen viel Skill und alles war, ne? Aber gut, muss auch mal sein, ne? Dann können wir nächstes Mal ein bisschen entspannter voran. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.